Kaum eine Aktie hat in den letzten anderthalb Jahren für so viel Furore gesorgt wie Nvidia. Diese Aktie ist in den letzten anderthalb Jahren geradezu explosionsartig nach oben gelaufen. Die meisten Kritiker wurden komplett überrascht. Die allermeisten Investoren haben es auch übersehen, was hier möglich ist, was in dieser Aktie steckt. Natürlich getragen vom KI-Boom, den gleichermaßen die allermeisten auch vollkommen übersehen haben. Nvidia selbst hat die Weiche bereits Richtung KI 2010 gestellt und die Rechnung ging voll auf. Wir sind schon sehr lange investiert in Nvidia. Wir haben auch keine Gelegenheit ausgelassen, dieses Papier immer wieder nachzukaufen, weil wir an dieses Papier geglaubt haben, an das Unternehmen geglaubt haben, und mit uns freuen sich natürlich unsere Mitglieder über sehr starke Gewinne. Aber dennoch müssen wir uns natürlich jetzt durchaus die Frage stellen, wie weit kann die Rallye noch gehen? Wann müssen wir uns darauf vorbereiten, dass eine größere Korrektur ansteht? Das beleuchten wir in diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist ein Beitrag von Liberty Stock Market, deinem Analysehaus aus München. Ich befinde mich aktuell nicht in München. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das Interieur hinter mir gänzlich anders als in den Videos, die ihr bislang von uns kennt. Ich befinde mich in Italien, genauer auf einer Segeljacht, und das wird sicherlich noch längere Zeit so bleiben. Nvidia, diese Aktie hat die allermeisten Kritiker geradezu wie ein Bulldozer in den letzten anderthalb Jahren überfahren. Wir haben es rechtzeitig gesehen, diese Aktie hat ein wahnsinniges Potenzial. Dieses Potenzial hat die Aktie jetzt ausgeschöpft. Sie hat alle Kritiker blöd aussehen lassen, auch natürlich viele Investoren haben das ganze Thema komplett verschlafen, trauen sich natürlich seit Monaten nicht mehr in dieses Papier hinein. Warum nicht? Ganz einfach, weil irgendwann muss jede Rallye zu Ende sein und die Stimmen werden nicht leiser, die da behaupten, dass diese Aktie ja jetzt endlich zu hoch bewertet ist und deswegen müsse ja jetzt eine Korrektur kommen. Natürlich wird eine Korrektur kommen, das ist ganz normal. Keine Aktie kann unentwegt ewig nach oben laufen. Jede Aktie wird korrigieren, jede Aktie wird ein Hoch ausbauen, auch ein markantes Hoch, ein sehr markantes Hoch sogar. Das wird auch auf Nvidia zukommen. Aber wir glauben, dass die Zeit noch nicht gekommen ist. Diese Aktie hat noch durchaus Potenzial. Jetzt vor allen Dingen auch durch die jüngste Entwicklung, nämlich den Aktiensplit. Diese Aktie war schon sehr, sehr teuer. Sie war deutlich über 1000 Dollar wert. Und das sorgt natürlich hier auch für gewisse Probleme, weil die Eintrittsbarriere, um dieses Aktienpapier zu kaufen, natürlich definitiv über 1000 Dollar sehr hoch ist. Das ist natürlich auch, hätte Apple zum Beispiel noch keinen Aktiensplit vollzogen, hätten wir jetzt wahrscheinlich Preise um die 40.000 bis 50.000 Dollar. Und das ist natürlich sehr, sehr teuer. Das ist eine wahnsinnige Eintrittsbarriere, die für Unternehmen nicht gesund ist. Warum ist das nicht gesund? Ganz einfach deswegen, Unternehmen beschaffen sich am Kapitalmarkt, genauer am Aktienmarkt, Geld. Das ist kein Kredit, der aufgenommen wird, sondern man gibt Anteile aus und wir als Investoren kaufen diese Anteile, wir kaufen diese Aktien und geben dadurch Geld an dieses Unternehmen, weil wir an das Unternehmen glauben. Wir profitieren natürlich von den Gewinnen dieser Aktien, das ist ganz klar, das ist der Deal, aber eben auf der anderen Seite nehmen die Unternehmen natürlich über den Aktienmarkt Geld ein, weil die Investoren das Geld eben für die Aktien ausgeben, und da muss man das ganze Thema natürlich attraktiv genug halten, und deswegen vollziehen viele Unternehmen, wenn die Bewertung entsprechend hoch ist, eben einen sogenannten Aktiensplit. Das heißt, es werden mehr Aktien ausgegeben, die dann pro Stück eben vom Wert sinken. Der Wert im Depot bleibt derselbe. Das heißt, man bekommt eben mehrere Anteile dann zugeschrieben. Das hängt vom Verhältnis ab. Bei Nvidia ist es 1 zu 10 bzw. 10 zu 1, je nachdem, wie man das sehen mag. Da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man das betrachten kann, aber am Ende läuft es auf dasselbe hinaus. Dieser Split läuft darauf hinaus, dass ich nicht 10 Aktien habe, bekomme ich eben das 10-fache obendrauf, habe dann 100 Stück. Der Wert bleibt dasselbe, aber der Stückpreis sinkt natürlich und Nvidia war eben deutlich über 1000 Dollar und jetzt liegt die Aktie im unteren 100-Euro-Bereich. Das ist natürlich wesentlich gesünder und das wird sicherlich nochmal viele Anleger in den Markt ziehen, das ist ganz klar. Das klappt nicht immer. Ganz oft passiert sogar das Gegenteil. Wenn ein Split vollzogen wird, geht normalerweise der Preis nach unten. Bei Nvidia sehen wir das aktuell noch nicht. Es wird natürlich weiterhin Zwischenkorrekturen geben auf dem Weg nach oben. Und das wollen wir jetzt genauer wissen. Wir wollen ganz genau wissen, was können wir eben kurz-, mittel- und langfristig von Nvidia erwarten, damit wir uns darauf vorbereiten können, ob sich vielleicht noch ein Einstieg lohnt und wann wir die Reißleine ziehen müssen. Gehen wir in die Charts. So, und das ist der Nvidia-Chart, der 5-Tages-Chart. Eine Kerze entspricht 5 Tagen.
Was wir hier sehen, wir gehen ganz kurz in die Vergangenheit. Nvidia hat nach Börsengang eine sehr starke impulsive Aufwärtsbewegung gezeigt, ist sehr stark nach oben ausgebrochen, hat viele, viele Jahre gebraucht, um eben dieses markante Hoch hier auszubauen. Das ist eine sogenannte Welle 1. Dann kam eine sehr, sehr starke Korrektur, nämlich die Korrekturwelle 2. Insgesamt sind Impulsbewegungen immer fünfteilig. Ich skizziere euch das mal ganz eben hierher. Die Welle 1, dann haben wir eine Korrekturwelle 2, dann haben wir die stärkste und längste Welle 3, dann haben wir noch eine Korrekturwelle 4 und dann haben wir die letzte Welle 5. Und so ist der ganze Impuls hier als Schema mal komplett. Sehr wichtig sind zwei Dinge. Und zwar einmal darf die Korrekturwelle 2 nicht mehr unter den Anfangskurs hier dieser Welle 1 zurückfallen, dann wäre dieses Szenario nicht mehr möglich. Und genauso haben wir hier die Situation, denn die Korrekturwelle 4 darf das Hoch dieser Welle 1 nicht mehr schneiden. Wenn das alles erfüllt ist, dann haben wir einen sauberen fünfteiligen Impuls vorliegen. Und das ist eine Information, die wir jetzt brauchen, weil wir haben nämlich genau dieses Szenario hier. Wir haben diese große übergeordnete 1, das ist diese Welle hier. Und wir haben die große Welle 2, Korrekturwelle 2 hier gesehen. Und was jetzt folgt, ist die stärkste und längste, nämlich die dritte Welle, die diese Aktie hier ausbaut bzw. schon ausgebaut hat. Das sehen wir hier drüben. Das war auch ganz genau dieses Target hier, was wir eingezeichnet haben. Diese rote Box zwischen 92,31 und 108,23. Wir haben gesagt, bis hierhin maximal läuft diese Welle 3. Sie hat hier überhaupt nicht übertrieben. Das Einzige, was Nvidia hier macht, im Gegensatz zu anderen Aktien, ist einfach deutlich schneller nach oben laufen. Viele Aktien, die allermeisten Aktien, die ähnliche Ziele in der Zukunft anlaufen, brauchen für diese Ziele deutlich länger. Wir haben hier natürlich eine ganz andere Situation, eben wegen der großen Euphorie um dieses Unternehmen. Und so schafft es dieses Papier eben, diese Ziele, die nicht übertrieben sind, sondern vollkommen normal sind, einfach nur schneller zu erreichen. Und das wirkt natürlich dann auf Investoren, auf Kleinanleger, Großanleger und so weiter, auf uns natürlich auch, eben als Übertreibung. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wir recht zügig eben viel mehr Gewinne erwirtschaften. Aber wie gesagt, wir haben hier eben genau dieses Szenario. Das heißt, wir haben jetzt die 1,2 gesehen. Ich lege das hier gerade nochmal an. Das ist die 1,2 gewesen. Und jetzt hat diese Aktie bereits diese 3,4 hier abgearbeitet, befindet sich jetzt in der letzten, und das ist das ganz, ganz entscheidende Thema hier, in der letzten Welle einer übergeordneten Struktur, nämlich eines insgesamt fünfteiligen Impulses nach oben, in der fünften Welle. Und das ist es, worum es jetzt geht. Natürlich, ich habe es eingangs ja erwähnt, jedes Papier muss irgendwann korrigieren. Das wird natürlich auch bei Nvidia der Fall sein. Das heißt, wenn wir den Fünfteiler nach oben komplett ausgebaut haben, diese insgesamt, und man könnte sagen, diesen Zyklus, dann wird diese Aktie in eine sehr starke Korrektur übergehen. Und das wollen wir uns jetzt hier anhand dieses Charts nochmal genauer anschauen, was wir hier erwarten können. Jetzt, wie gesagt, sind wir in der Welle 5. Das absolute Mindestziel für genau diese Welle 5 ist bei exakt $135,80. Wir glauben, dass diese Aktie in der Lage ist, dieses Ziel hier auf jeden Fall zu erreichen. Das ist mal Punkt 1. Wir glauben allerdings, dass diese Aktie deutlich höher laufen kann. Das ist, wie gesagt, das Mindestziel. Aber das Idealziel liegt hier in diesem Bereich zwischen 173,01 und 195,99. Das erwarten wir von dieser Aktie. Das kann natürlich sein, dass sie knapp darunter vielleicht schon einknickt. Wahrscheinlicher jedoch ist es, dass sie vielleicht doch nochmal in der letzten Welle 5, das ist durchaus möglich, weil eben so viel Euphorie im Markt steckt, dass sie es ein bisschen übertreibt und vielleicht sogar eben die $200 auch überschreiten kann. Das ist alles absolut wunderbar. Wir bleiben so lange investiert, bis wir eben genug Indizien im Chart stehen haben, dass eben jetzt ein Hoch ausgebaut wird. Dann werden wir ein überwiegenden Großteil unserer Anteile höchstwahrscheinlich verkaufen. Wir werden sicher nicht alles verkaufen, weil wir schon sehr lange investiert sind in diesem Papier. Das wird aber vielleicht für viele von euch sehr interessant sein, die jetzt bereits drin sind, vielleicht gar nicht so früh eingestiegen sind. Hier unten war im Übrigen auch ein sehr, sehr guter Bereich. Den haben wir auch hier genutzt, um eben hier nochmal stark unsere Position auszubauen. Das haben sehr viele Mitglieder von uns ebenfalls getan. Und das ist es ja auch, was wir euch bieten. Wir haben hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit, euch eben zu unterstützen anhand unserer Analysen, aber auch natürlich anhand unserer Handelssignale. Wir reden ja nicht nur, wir handeln selbst. Und das macht unseren Service ja so attraktiv. Das heißt, wenn wir einsteigen oder irgendwo aussteigen, informieren wir unsere Mitglieder. Und bis Sonntag läuft unsere Frühjahrsputzaktion. Das heißt, du hast die Möglichkeit, bis Sonntag nochmal stark rabattiert
unsere Produkte zu beziehen. Und zwar bis zu 30% Rabatt bekommst du, wenn du starke Marke die Buchungsmaske eingibst. Und dann kannst du bei uns dabei sein in unserer wachsenden Community. Halten wir also fest, die Nvidia-Aktie halten wir durchaus immer noch von heißen Kandidaten. Das ist eine ganz klare Sache. Da ist nochmal deutlich Potenzial nach oben drin. Aber da muss man natürlich hier jetzt vorsichtig damit umgehen, weil sie eben jetzt bereits in den Bereich des Mindestziels geht und vom Mindestziel bis zum Idealziel ist jederzeit eine Korrektur möglich. Wir glauben allerdings, dass hier wahrscheinlich noch mal ein bisschen Übertreibung im Markt drin ist. Das heißt, diese rote Box hier oben wird höchstwahrscheinlich erreicht, vielleicht sogar überschritten. Und dann kommt natürlich eine sehr starke Korrektur, die aber völlig normal ist. Das ist eben dann wiederum eine übergeordnete 1. Ich habe das Schema ja hier gezeigt. Das ist dasselbe Spielchen. Wir sind bereits übergeordnet in eben dieser Welle 1 und dann kommt eben hier nochmal eine starke Korrektur Welle 2 auf uns zu. Das ist natürlich in übergeordneten Wellen eben, dauert das teilweise Jahre bei Aktien, bis sie eben diese Strukturen ausbauen. Und das muss man hier mit einkalkulieren. Nvidia kann das ein bisschen schneller machen. Das ist aber hier wahrscheinlich eher so, dass sich diese Welle 2 sehr stark hinzieht, weil natürlich viele Investoren sich eben nicht so schnell von diesem Papier trennen. Es sei denn, wir haben einen wasserfallartigen Abverkauf, dann wird das natürlich relativ zügig vonstatten gehen. Wäre uns natürlich lieber, weil dann, wie wir hier eben ja gesehen haben, wenn diese 2 abgeschlossen ist, kommen wir in die längste und stärkste Welle 3. Und das wird auch hier der Fall sein. Das heißt, die Nvidia-Aktie baut hier nochmal eine riesengroße Basis aus, um eben dann, wenn diese Welle 2, wir haben das hier übrigens am Idealziel berechnet, nämlich an 173,01, wenn das erreicht wird, ziemlich punktgenau, dann können wir erwarten, dass diese Aktie womöglich hier bis 66,09 oder 37,02, vielleicht auch ein bisschen höher, eben zurückkommt, diese Korrektur dann abschließt und dann eben in die stärkste und längste Welle 3 auf dieser Wellenebene eben eintritt. Und das ist natürlich für uns eine sehr gute Möglichkeit, eben in der roten Box eben auszusteigen, Gewinne zu sichern, Geld mitzunehmen, um sie eben unten in dieser violetten Box wieder zu reinvestieren und dann davon zu profitieren, dass dieses Papier langfristig hier nochmal deutlich über 2, vielleicht 3, vielleicht sogar $500 laufen kann. Also um es kurz zu machen, Nvidia wird uns die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich sehr stark begleiten. Das ist ein sehr heißes Papier. Nvidia ist auch als ein Unternehmen sehr, sehr gut positioniert. Diese Position wird nicht so leicht attackiert werden können. Natürlich sind andere in den Startlöchern, AMD zum Beispiel und andere, auch Intel zum Beispiel. Das wird sicherlich nochmal eine interessante Entwicklung geben, die wir aktuell noch nicht abschließend einschätzen können. Aber dennoch glauben wir, dass sich Nvidia die nächsten Jahre sehr gut auf Platz 1 oder vielleicht 2 oder 3, das wird ihr auch ausreichend positionieren kann und halten kann vor allen Dingen. Also Nvidia muss man auf dem Schirm behalten. Nvidia bildet eigentlich keine Ausnahme. Wir sagen es ja auch schon sehr lange. Wir befinden uns höchstwahrscheinlich in dem längsten und stärksten Bullenmarkt, den wir je gesehen haben. Das sind natürlich große Worte, aber grundsätzlich können wir festhalten, dass das hier kein Einzelfall ist. Wir sehen insgesamt sehr, sehr starke Unternehmen, vor allen Dingen auch in den USA, die in den nächsten Jahren sehr stark nochmal nach oben laufen. Das gilt natürlich auch für die Indizes, ob das der Nasdaq, der S&P 500 oder auch der Dow Jones ist. Sehr, sehr stark bullisches Umfeld. Natürlich wird es immer Korrekturen geben, aber das ist ja auch ein Vorteil, weil genau diese sind es ja, die wir benötigen, weil wir eben an Böden dieser Korrekturen eben einkaufen wollen, sei es nun ein ETF oder eine Aktie. Das ist ja genau das, was wir benötigen. Und das ist es, was die wenigsten können, eben genau dieses Thema. Es ist ja fast ein Unding, eben antizyklisch zu handeln, weil genau dann, wenn die Stimmung nicht schlechter sein könnte, wird ein Boden ausgebaut und wie gesagt, wenn die Stimmung schlecht ist, glaubt ja niemand mehr, dass es jemals wieder nach oben geht. Das ist es aber, was wir leisten. Wir können das mathematisch berechnen. Ihr seht es ja auch, ihr könnt ja viele Videos von uns anschauen und auch unsere Mitglieder wissen es ja sowieso, sonst wären sie ja nicht Mitglied. Auch viele sind schon sehr lange bei uns Mitglied. Das hat natürlich genau diese Gründe, weil sie genau wissen, dass sie von uns sehr gute Informationen bekommen, um das eigene Handeln daran zu orientieren oder zu optimieren und das funktioniert über die Jahre sehr gut. Wir erwirtschaften auch konstant eine sehr hohe Rendite und das zeichnet uns aus und wir bieten dir bis kommenden Sonntag die Möglichkeit, sehr vergünstigt bei uns in unserer Community mitzumachen, eben auch von unseren präzisen Analysen und von unseren Handelssignalen zu profitieren. Du bekommst bis Sonntag bis 30% Rabatt auf alle unsere Produkte. Einfach auf unsere Webseite gehen, ein Produkt aussuchen, in die Buchungsmaske gehen und dort den Rabattcode STARKEMARKT eingeben und schon kann es losgehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn es dir etwas gebracht hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist ein Video von Liberty Stock Markets, deinem Analysehaus aus München, heute aus Italien. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Michael Kaiser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
We'll be right back.